Triglyceride gehören zu den Blutfetten. Sie entstehen bei der Umwandlung von Kohlenhydraten in Glucose, die für die Zellenergie benötigt wird. Genauso wie Cholesterin sind auch die Triglyceride wichtig für die ordnungsgemäße Funktionsweise unseres Körpers. Wenn sich ihre Konzentration im Blut jedoch erhöht, muss etwas dagegen getan werden, da sie andernfalls eine Verstopfung der Herzkranzgefäße verursachen können, dass sie die Gesundheit nicht beeinträchtigen. Knoblauch gehört zu den Naturheilmitteln, die sich am besten zur Senkung der Triglyceridwerte eignen. Eine Untersuchung, die 2006 in der Zeitschrift Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass der Verzehr von rohem Knoblauch dabei helfen kann, die Triglycerid-, Glucose- und Cholesterinwerte im Blut zu senken. Um diese positive Wirkung für sich zu nutzen, wird der Verzehr von 2 bis 3 Knoblauchzehen auf leeren Magen empfohlen. Kleiner als 7.120.678 --sizes-desktop-generic-box-app-größer-als-google-tag-cmd push function google tag define slot 7.128.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich app 336 280 300 250 DIVGPTAD15033917431212-0. Settergeting, Red, Falls. Settergeting, Section 5. Settergeting, URL. Die besten Naturheilmittel zur Senkung der Triglyceride. Settergeting, Topic, Default. Settergeting, Marfil Type, Get MRFP. Set Clips Emptidiv True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display DIVGPTAD15033917431120, kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1-größer-als-google-tag. CMD, Push Function Google Tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1-1-1 DIVGPTAD15130946907-0 Settergeting, Red, False. Settergeting, Section 5. Settergeting, URL. Die besten Naturheilmittel zur Senkung der Triglyceride. Settergeting, Topic, Default. Settergeting, Marfil Type, Get MRFP. Set Clips Emptidiv True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats, Clips Emptidivs Google Tag, Enabled Services Google Tag. Display DIVGPTAD15130946907-0 Apfelessig ist ein Lebensmittel, das viele gesundheitsfördernde Eigenschaften birgt und auch die Cholesterin- und Triglyceridwerte reduziert. Dafür einfach einen Teelöffel Apfelessig mit einem Glas Wasser und einem Teelöffel Honig mischen und zweimal täglich während einiger Monate einnehmen. Zur Förderung der Wirkung kann Apfelessig U.A. auch zusammen mit Orangen, Trauben und Apfelsaft eingenommen werden. Zimt laut einer Studie, die 2003 in der Zeitschrift Diabetes Care veröffentlicht wurde. Sollte man ein Viertel eines Teelöffels Zimtpulver zu den Frühstücksflocken hinzufügen,
weil das hilft, die Triglyceridwerte zu senken. Diese Wirkung erzielst du auch, wenn du Zimt über Nachtisch, Suppen, Milchshakes oder Salate streust. Kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-down-bind-größer-als-google-tag-cmd-push-function-google-tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-down 300 250 336 280 DIVGPTAD15033917906-47-0. Settergeting Red False. Settergeting Section 5. Settergeting URL. Die besten Naturheilmittel zur Senkung der Triglyceride. Settergeting Topic Default. Settergeting Mafil Type. Get MRFP. Set Clips Emptidiv True. Add Service Google Tag. Pubats Google Tag. Enable Services Google Tag. Display DIVGPTAD15033917906470-0. Gurken, Auberginen, Shake, Auberginen und Gurken enthalten viele Nährstoffe, die dazu beitragen, die Blutgefäße zu reinigen und zu hohe Triglycerid- und Cholesterinwerte zu senken. Um diese Wirkung der Aubergine und der Gurke zu nutzen, kannst du eine Aubergine und eine Gurke waschen und schälen. Dann beide Zutaten im Mixer mit einem Glas Wasser zerkleinern und vor dem Trinken absieben. Dieser Saft sollte täglich 15 Tage lang vor dem Frühstück getrunken werden. Personen mit niedrigem Blutdruck wird davon abgeraten. Tee aus Mandarinenschalen Apfelessig ist ein Lebensmittel, das viele gesundheitsfördernde Eigenschaften birgt und auch die Cholesterin- und Triglyceridwerte reduziert. Dafür einfach einen Teelöffel Apfelessig mit einem Glas Wasser und einem Teelöffel Honig mischen und zweimal täglich während einiger Monate einnehmen. Zur Förderung der Wirkung kann Apfelessig U.A. auch zusammen mit Orangen, Trauben und Apfelsaft eingenommen werden. Laut einer Studie, die 2003 in der Zeitschrift Diabetes Care veröffentlicht wurde, sollte man ein Viertel eines Teelöffels Zimtpulver zu den Frühstücksflocken hinzufügen, weil das hilft, die Triglyceridwerte zu senken. Diese Wirkung erzielst du auch, wenn du Zimt über Nachtisch, Suppen, Milchshakes oder Salate streust. Auberginen und Gurken enthalten viele Nährstoffe, die dazu beitragen, die Blutgefäße zu reinigen und zu hohe Triglycerid- und Cholesterinwerte zu senken. Um diese Wirkung der Aubergine und der Gurke zu nutzen, kannst du eine Aubergine und eine Gurke waschen und schälen. Dann beide Zutaten im Mixer mit einem Glas Wasser zerkleinern und vor dem Trinken absieben. Dieser Saft sollte täglich 15 Tage lang vor dem Frühstück getrunken werden. Personen mit niedrigem Blutdruck wird davon abgeraten. Mandarinenschalen enthalten eine hohe Konzentration an Antioxidantien und Nährstoffen, die sich positiv auf die Senkung der Triglyceridwerte im Blut auswirken. Zur Zubereitung dieses Tees verwendet man 5 Gramm Mandarinenschalen auf ein Glas Wasser. Die Schalen einfach 5 Minuten lang kochen. Dann durch ein Sieb gießen und trinken, bis der Triglyceridwert sinkt. Grüntee ist sehr reich an Antioxidantien und hat auch sonst viele positive Wirkungen auf die Gesundheit. Neben einer Senkung des Blutdrucks und zum Abnehmen dient dieser Tee auch zur Reduzierung zu hoher Triglycerid- und Cholesterinwerte.
einen Esslöffel japanischen Grüntees in eine Tasse mit kochendem Wasser geben, 250 ml. Einige Minuten zugedeckt ziehen lassen und dann trinken. Omega-3-haltige Lebensmittel sind ideal zur Senkung zu hoher Cholesterin- und Triglyceridwerte. Außerdem schützen sie das Gehirn und das Herz. Diese Lebensmittel sollten regelmäßig in die Ernährung eingebaut werden. Am besten in natürlicher Form. Haferflockenwasser ist derzeit ein sehr beliebtes Naturheilmittel. Dieses Getränk, das die Diät zum Abnehmen ergänzt, ist auch von großer Hilfe bei der Senkung zu hoher Triglycerid- und Cholesterinwerte. Das Rezept besteht aus 2 Esslöffeln Haferflocken und einem Glas Wasser. Beides wird gemischt und die ganze Nacht stehen gelassen. Nach Ablauf der Zeit lässt man das Wasser durch ein Sieb laufen und trinkt es. Dieses Getränk absorbiert Fett und Zucker und ist deshalb für die Gesundheit sehr förderlich.